So, hey du da. Aha, ich meine, hey du da, geh aus dem Weg. Lyle, erinnerst du dich, Ries? Lyle, mit dem Saphir, den ich dir gegeben habe? Ich brauche deine Hilfe, um meine ganze Welt aufzutauen. Leute sind am Sterben von wegen der Kälte und weil sie verhungern. Hier irgendwo sind die Wettersystemkontrollen und mit deinem Cyborg kann ich sie reparieren, denn ich allein bin leider zu dumm dazu. Als Ausgleich werde ich mich deiner Party anschließen und dir helfen, was immer du machst. Lyle schließt sich dir an, ob du willst oder nicht. Okay, jetzt sind wir zu viert. Toll, ist Lyle auch komplett nackt oder trägt er irgendwas? Aber erstmal ist er nur Level 1, aber dafür dann auch mehr Trefferpunkte. Und na gut, von seinen Werten her, naja gut. Er hat zumindest etwas. Genau. Er trägt den Mondträne, ich nehme an, das ist eine Waffe. Stiefel, ein Stab, das ist die Waffe. Und Klamotten. Naja, besser als nichts. Ah. Die Mondträne ist so eine Art Schild. Aber oh, meinetwegen, ne? Ah ja, gut. Und er kann zaubern. Kräftig zaubern. Okay. Jetzt hat Lyle ja schon seine richtige... seine richtige Armee zusammen hier mit seinen 4 Leuten. Mal von 2 auf 4. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wir gehen mal geradeaus und geradeaus und geradeaus und geradeaus und... Oh. Tja. Pech gehabt. Lyle. Lyle. Genau. Du kannst jetzt mal zeigen, wie man Gra richtig verwendet. Mio, du schaltest das Viech aus, dann das Viech. Naja, leider ist Lyle mit auf Level 1 so langsam. Zabum. Hey, ist aber ein bisschen stärker. Natürlich mehr gebracht, wenn er schnell genug gewesen wäre. Und wir gucken, was da drin ist. Und Monomat gefunden. Und jetzt gehen wir nach Süden. Und noch weiter. Und Mutanten kommen uns an den Weg und... Oh. Okay, zumindest sind wir jetzt zu viert, nicht mehr zu dritt. Oder wie am Anfang zu zweit. Das ist also nicht mehr ganz so brutal. Versuchen wir mal zu... gegen diese Gruppe anzusetzen. Namens Jö sich sowieso hier konzentrieren wird. Zabum, zabum. Na, das ist doch schon mal ein bisschen besser. Und er noch feuert noch da drauf. Jetzt schalten wir den da aus. Ah ja. Na, ich hoffe, ich muss die Viecher nicht noch zusätzlich trainieren. Oh ja, danke. Es ist, als hätten sie dieses extra Ding da unten nur hingemacht, damit man noch einen Bildschirm länger gehen muss und nicht merkt. Und nicht merkt, dass das eine Sackgasse ist. So, jetzt zeigen wir dir mal, was eine Kellerhake ist hier. Ries, du zielst da drauf. Mjö, du nimmst die hier aufs Körnerchen. Und Vren, du benutzt deine Waffe hierfür. Und Action. Ausgeschaltet, ausgeschaltet. Schwerthieb. Zap. Ha, das tut ein bisschen mehr weniger. Selber schuld, sage ich immer. Noch eine Salve ins Gesicht. Gut. Und nochmal in die Fresse rein. Und yay, und Vren wurde aufgestuft. Wie sieht denn unsere Statusleute denn hier aus? Naja, Vren. Du bist jetzt Level 6. Und unstoppbar. Ein richtiger Terminator. Wow, ja, wow, ey, Level 1 und wir brauchen 200, um auf Level 2 zu kommen. Irgendwas sagt mir, dass wir den Knilch nicht so lange behalten. Und naja, bei seinen hohen Werten hätte ich mir das eigentlich denken können. Ist er stärker als Ries bei mir auf Level 15? Das stimmt ja irgendwie nicht. Okay, gut, er ist also einer dieser legendären NPCs anscheinend, die nur mitreisen. Und nicht Teil unserer Roboterarmee und eine Sackgasse. Ach. Das macht ihr doch extra. Programmierer. Naja, wenigstens sieht das hier aus wie ein richtiger Dungeon. Und auch ein bisschen umfangreicher.
Jetzt müssen wir wohl doch diese Treppen benutzen. Ach, die Viecher sind so harmlos. Da ist ein 10er-Gruppen, muss ich mich mal anstrengen. Hier muss ich nur darauf achten, dass keiner von uns plötzlich verreckt. Weil wenn das passiert, müssen wir unsere Escape-Pipe anwenden und flüchten. Oh, das Gemetzel hat lang genug gedauert, dass sogar Mjö, unsere direkte Robotpartnerin, aufgestiegen ist. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen und den anderen Pfad ausprobieren, falls sich da noch irgendwas versteckt. Na gut, wir haben ihn überrascht. Das ist auch gut. Wieder mal das Übliche. Clown, Schwerter und Schusswaffen bekommen den Mutanten gar nicht. Erledigt. Jetzt geht's hier lang. Ah genau, da war dann noch etwas, was ich kontrollieren wollte. Ja doch, er sammelt Erfahrungspunkte. Was ist das? Hey, was zum Geier, wir haben das Ding schon repariert? Wozu sind dann die Treppen? Okay, jetzt bin ich neugierig. Was versteckt sich da, wenn das Wetterkontrollsystem hier direkt vor uns im Weg liegt? Dude, Reeves hat das Land schon gesehen. Das ist nicht so schön, das war total zugefroren. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich aufgetaut ist. Und, ey, ach, nö. Okay. Jetzt halt auf uns hier zu zahnen, ihr Viecher. Passt nur auf, jetzt das Kleinkram aus dem Weg. Jetzt hauen wir euch eins auf die Fresse. Ha, genau, das hast du davon. Haha, alle tot. Das ist das Wetterkontrollsystem. Okay, gut. Das hat mich überrascht, dass dieser große Klotz Metall hier das Kontrollsystem sein soll. Ich hatte etwas mehr Computerartiges erwartet. Na gut. Gut. Problem eigentlich schon gelöst. Dann schauen wir mal, was ich hier noch finden kann in dem Dungeon. Okay, das ist Treppe Nummer 3. Schauen wir mal, was hier sich hier verbirgt. Gut. Marschieren wir hier mal lang. Und noch mehr lange Gänge aus Glas über Maschinerie. Ah ja, gut, dass ich geheilt habe, denn hier sind neue Mutantenmonster. Und weil das so eklig ist, versuchen wir mal hier einen Zauber zu benutzen. Genau, die da. Ihr kriegt die Salve ab. Und Mjö. Du musst die hier leider angreifen. Wenn Reeves da drauf kloppt. Oh ja, und ich denke, Vren kann seine Schusswaffe gegen das Viech da hinten einsetzen. Gucken wir mal. Los, Schlag zu und weg. Gut. 4 Moos. Ja, weil die so furchtbar sind, jetzt wo sie andere Farben haben. Da hat man richtig Angst. Okay, gut, jetzt tun wir denen wieder ein bisschen weh. Der Cluster greift uns an und die hauen dazu. Und jetzt sind sie zu sehr geschwächt, um uns standzuhalten und... Hey, Moment mal, nee, dieses Ding da ist grün, nicht wahr? Oder was zum... Es hat 2 Treffer ausgehalten, oder war das nur Zufall? Müssen wir beim nächsten Mal gucken. Aber dafür haben wir Geld gekriegt. Und... Ah ja, wir waren auf dem Weg nach Norden. Ah ja. Da, da, da. Das ist eine Sackgasse. Praktisch. Diesmal konnte ich auch sehen. Oh, und Schatzruhe. Und ein Antidot. Das ist so unglaublich nutzlos. Naja, gut. Okay, marschieren wir mal hier lang. Ja, ja, ist ja gut. Wir überraschen die Monster. Was bedeutet, wir können draufhauen, ohne nachzudenken. Das sei ja, dass sie auch nur die schwächeren Varianten sind. So, wir ballern und hauen mit Stöcken und stechen mit Schwertern und so weiter. Jetzt sind wir hier wieder. Oh, noch eine Schatztruhe. Und ein Trimat. Da das viel besser ist als eine Dimate, benutzen wir das wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Oh, jetzt werden wir mal überrascht. Autsch, 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 autsch. Ja, stimmt, die Viecher sind irgendwie grünlicher. Oh wow, ey, ein paar tollen Paletten-Schwapperle-Dings da gleich im selben Dungeon. Okay, gut, dann hauen wir aber auf die Pauke mit Gra hier, das trifft alle. Und Mjö, du musst dich jetzt auf die hier konzentrieren. Und Reeves, du hilfst mir mal dabei. Und Vren.
Und dann hilft es mir auch mal, die hier auszuschalten. Und anschließend können wir auch gleich wieder heilen, wie es aussieht. Autsch. Autsch. Ah ja. Autsch. Nein! Brenn ist ausgefallen. Nö, nö, nö. Jetzt müssen wir uns hier mal beeilen, um die fertig zu machen. Oh ja, diesmal machen die uns hier fertig. Das ist unschön. Unschön. Los, komm schon. Okay, gut. Ich sehe schon, wir müssen uns das später nochmal angucken hier. Jetzt heißt es erstmal Rückzug hier. Rückzug! Okay, gut. Und raus. Und wir sind wieder am Eingang. Jautsch. Das haben wir unsere übel zugebraten. Nun gut, was sagt unser Monitor? Okay, wir sind da, im Osten. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich in die Stadt zurückrennen. Da ist ja noch ein Tempel. Oh, auch so einer. Also nichts Neues. Also weiter nach Norden und Westen. Norden und Westen. Und ouch. Okay, gut, die sind harmlos. Machen wir sie mal weg. Okay, Viecher aus dem Weg. Hier komme ich. Jetzt aber schnell, 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 schnell. Westen, Norden, Westen, Norden. Hm, wo sind wir? Kontrollieren, nicht, dass wir in die falsche Richtung rennen. Das wäre nämlich mega selbstmörderisch. Ah ja, fast geschafft. Wir müssen jetzt nach Westen. Und ein bisschen Süden. Und ein bisschen Süden. Okay. Autsch. Autsch. Okay, gut. Dann versuchen wir mal wegzurennen. Ah, gut. Da sind wir. In die Stadt, in die Stadt, in die Stadt rein. Los, 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 los. Und geschafft. Aha. Okay, gut. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Folge ich der Story weiter oder versuche ich noch in diesem Dungeon, den wir da entdeckt haben, auf Schatzsuche zu gehen? Mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere ganzen Verwundungen hier erholen. Au, watsch, das schmerzt aber. Na dann, bis zum nächsten Mal.